Morgen, Captain. Ja, ja, morgen, Snack. Snack, du hast doch nicht die Überraschung hier rausgenommen. Nein. Hast du doch, her damit. Du weißt genau, dass ich immer die Überraschung bekomme. Das ist die Überraschung? Kein Quietscheentchen, das im Dunkeln leuchtet? Gütiger Himmel, Snack, ist dir klar, was das ist? Ich fürchte fast ja, Captain. Das ist die geheime Karte zu Graf Draglias berühmten Schatz, dem goldenen Zepter. Was für ein Glücksfall. Das ist das Beste, was ich je in so einer Packung gefunden habe. Ist Graf Draglia nicht dieser legendäre Vampir aus Bulgarien, der in einem Sarg schläft und nur nach Sonnenuntergang aufsteht, um durch die Gegend zu streifen, auf der Suche nach Opfern, die er beißen, ihnen das Blut aussaugen und in untote Zombies verwandeln kann? Tja, das sagt man jedenfalls, Snack. Sie sagen doch jetzt nicht so etwas wie... Snack, setz die Segel nach Bulgarien! Ich habe befürchtet, dass Sie sowas sagen würden, Captain. Wir nehmen für Seehühnchen den Parkservice in Anspruch. Ich will so schnell wie möglich aufs Schloss. Ei, ei, Captain. Setz den Anker, Snack! Gehen Sie mir pfleglich mit meinem Schiff um. Ich hab's gerade waschen lassen. Überlegen Sie es sich, Captain. Ich halte es nicht für sehr klug, den Schatz eines Vampirs zu stehlen. Meine Mama hat mir mal von Graf Draglia erzählt. Er trinkt das Blut der Lebenden. Snack, ich habe dir schon mindestens 1000 Mal gesagt, sowas wie Vampire gibt es nicht. Das ist bloß Aberglaube. Außerdem, wie stehen die Chancen, so eine geheime Karte in den Cornflakes zu finden? Das goldene Zepter, wann kann ich es in den Fingern halten? Muss ein Vermögen wert sein. Aber wenn wir da hingehen, beißt er uns vielleicht und wir verwandeln uns in Untote. Wenn dich ein Vampir beißt, muss er sich darüber Sorgen machen, wo er sich den Magen auspumpen lassen kann. Bulgarien, Einwohnerzahl. Holzflecke, kaufen Sie! Lassen Sie sich bloß nicht nach Mitternacht auf dem Friedhof ohne einen erwischen! Almosen für die Toten! Almosen für die Toten! Hey, Knoblauch! Kaufen Sie hier Ihren Knoblauch, ja! Eine Knolle am Morgen vertreibt Vampire und Sorgen. Wow! Und Tote können den Gestank nämlich nicht ertragen. Das ist Vampir-Verschwinde. Die moderne Lösung für ein uraltes Problem. Sprühen Sie sich ein und Vampire verschwinden. Sprühen Sie die Untoten einfach weg. Wenn es keine Vampire gibt, wieso verkaufen die dann so ein Zeug? Weiß ich doch nicht. Warum rufen manche die Hellseher-Hotline an, Snack? Hellseher-Hotline? Ich sag dir warum, weil die Leute doof sind. Boris, dieser gierige Pirat hat den Köder gefressen. Schon bald wird er sich für immer und ewig in meinen knöchernen Fingern befinden. Mit diesem neuen Mittelchen bin ich nämlich in der Lage, diesen blöden Piraten am Leben zu halten, damit er mir als niemals endender Lieferant für Blut dient. Sofern man das noch Leben nennen kann. Es ist verflucht schwer, jemanden auf sein Schloss zu locken, wenn alle wissen, dass man ein Vampir ist, der vorhat, ihn bis zum letzten Tröpfchen Blut auszusaugen und seine sterblichen Überreste anschließend wie einen alten Socken zu entsorgen. Ah, toll, der Ratgeber schöner Wohnen. Heute sagen wir Ihnen, was Sie mit den alten Socken machen können, die bei Ihnen im Schloss herumliegen. Ah, eine gemütliche Dorfschenke. Hier müssten wir eigentlich jemanden finden, der uns hinauf zum Schloss führt. Das tollwütige Wiesel? Vampire unerwünscht. Sehen Sie, Captain, ich sag's doch, Vampire. Unsinn, alles bloß abergläubischer Firlefanz. Guten Tag, die Herren, und willkommen im tollwütigen Wiesel. Darf ich Ihnen was zu trinken bringen? Oh, hätte ich ja fast vergessen. Sie sind doch keine Vampire, oder? Nein. Oh, Gott sei Dank. Was aber nicht heißt, dass ich nicht auch beiße. Oh, lassen Sie das. Kann ich Ihnen etwas bringen, schöner Mann? Schöner Mann? Ich hätte gern ein Glas Schweinemilch. Aber gewiss, das ahnte ich fast. Warum bitte? Und ich nehme einen Shirley Temple, bitte. Hey! Ich verstehe nicht, wieso Frauen so auf dich abfahren, Snack. Du siehst aus, als hätte man dich aus dem Kanal gefischt. Und müffelst sogar etwas danach. Meine Mama nannte es animalische Anziehungskraft. Und ich wurde wirklich mal aus dem Kanal gefischt. Hallo, Fremde!
Ihr zwei beiden seid bestimmt nicht von hier, oder? Nein, nein, sind wir nicht. Kommen Sie darauf, weil wir nicht in Kartoffelsäcken rumlaufen, die mit Kuhmist bekleckert sind, oder haben Sie nur geraten? Es war wohl der fehlende Kuhmist auf Ihrer Kleidung. Vielleicht sollten wir ihn fragen, ob er uns zu dem Schloss führen kann, Captain. Ah, guter Gedanke, Snack. Verzeihen Sie bitte, Mr. Armani, nicht wahr? Sie wissen nicht zufällig, wie man zum Schloss Traglia kommt, oder? Das Schloss Traglia? Servus, die Herren. Ich bin der Wirt dieses Etablissements. Gut, vielleicht könnten Sie uns helfen, einen Führer zum Schloss Traglia zu finden. Vertrauen Sie mir, da wollen Sie bestimmt nicht hinauf. Doch, das will ich. Tun Sie das lieber nicht, mein Herr. Verlassen Sie auf der Stelle diesen Ort, solange Sie noch können. Ich verschwinde, aber erst nachdem ich mir den Schatz aus dem Schloss geholt habe. Ich suche nur jemanden, der mich durch den dunklen, undurchdringlichen Wald führt. Im Namen des Himmels, mein Herr, im Namen von allem, was heilig ist, verlassen Sie diesen gottverlassenen Ort und kehren Sie niemals wieder. Vielleicht sollten wir lieber auf ihn hören, Captain. Also, wie viel kostet uns ein Führer? 20 Goldmünzen? Gold? Um Himmels Willen, mein Herr. Wir reden hier von Ihrer unsterblichen Seele. Gehen Sie nicht hinauf. Von meiner Seele? Gut, 30 Goldmünzen. Oh, es geht nicht ums Geld, mein Herr, denn wer kann schon den Preis für eine menschliche Seele bestimmen? 40 Goldmünzen! Alles klar, die Kutsche steht hinterm Haus. Lassen Sie uns umkehren, Captain. Ich habe Angst vor Vampiren. Du musst ein für alle Mal begreifen, dass es sowas wie Vampire nicht gibt. Sie existieren nicht. Der Graf Traglia ist vermutlich nur so ein reicher alter Spinner und die armen, geknechteten Dörfler haben ihm den schlechten Ruf verpasst, weil sie faul, ängstlich und ungebildet sind. Und abergläubisch. Vergessen Sie das nicht, mein Herr. Ja, und abergläubisch. Was ist das? Das ist nur ein Wolfsnack, der den Mond anheult. Nein, das ist kein Wolf. Was denn sonst? Na, das ist das legendäre, menschenfressende Riesenbiest. Das macht schon seit Urzeiten die Gegend hier unsicher. Hört sich nach einer weiteren Märchenfigur an, Snack. Schon möglich, mein Herr, schon möglich. Es mag einem Fremden in dieser Gegend vielleicht so vorkommen, aber die Legende besagt, dass in Nächten wie heute, wenn der Vollmond hoch am sternenlosen kalten Himmel steht, das legendäre Riesenbiest durch die Wälder streift, auf der Suche nach etwas Essbarem, etwas Lebendigem, etwas Menschlichem. Der Geschichte nach werden jene, die so töricht sind, sich in einer solchen Nacht hinauszuwagen, aus dem Leben scheiden, wenn aus der pechschwarzen Nacht eine gewaltige, haarige Pranke aus der Dunkelheit hervorstellt und sich den Armen... Ja, und wie geht's dann weiter? Keine sehr gute Geschichte. Nein, die Spannungskurve fällt ein bisschen ab. Weißt du was darüber, wie man eine Pferdekutsche fährt? Nur, dass man auf keinen Fall das tun sollte. Starke Leistung, du Dumpfbacke. Sieh nur, wie weit das Schloss noch weg ist. Soll mir recht sein. Das hast du absichtlich gemacht, nicht wahr? Nein, es war ein reines Versehen. Nun, dir ist wohl klar, was wir jetzt tun müssen. Laufen? Nein, nicht so ganz. Brrr, Snack, brrr, mein Großer. Ah, welch einladendes Plätzchen. Was ist? Na los, klopf! Worauf wartest du denn noch? Na los doch, klopf schon! Hallöchen und willkommen auf Schloss Traglia! Hey, wir sind zwei verirrte, müde Wanderer, die, Ich habe Sie bereits erwartet. Ach, wirklich? Immer herein. Oh je. Yeah. Gestatten Sie mir, dass ich Ihr Gepäck hole. Mir gefällt es hier ganz und gar nicht. Komm endlich, Snack, hör auf, immer so zu trödeln! Nun, wenn Sie sich jetzt bitte eintragen würden.
Tragen Sie bitte auch Ihre Blutgruppe ein. Folgen Sie mir bitte in den Speisesaal. Das Abendessen wird gleich serviert. Komm wieder zu dir, Snack. Wir dürfen nicht auffallen. Sobald wir allein sind, müssen wir versuchen, diesen Schatz zu finden. Aber er... Das ist Zauberei, Captain. Ja, und zauberhaft köstlich noch dazu. Sieh dir das an. Sie haben hoffentlich Hunger. Ich verhungere fast. Wollen Sie denn nicht mitessen, Mr. Draglia? Ich verzehre nie Essbares. So, dann vielleicht ein Glas dieses Tröpfchens? Ich trinke nie irgendwelche Getränke. Dann müssen Sie ja einen höllischen Durst haben. Sie haben ja keine Ahnung. Wissen Sie, ich glaube, ich bin reif fürs Bett. Snack, wollen wir uns zurückziehen? Das ist echt köstlich, Captain. Freut mich wirklich sehr, dass es Ihnen schmeckt. Tja, nun, gute Nacht, Mr. Draglia. Gehen Sie denn nicht ins Bett? Ich schlafe nicht. Ich begrüße lieber die Nacht von der Brüstung aus. Ich ziehe mich jetzt zurück. Klar, Nacht allerseits. Schlafen Sie recht schön. Das Zimmermädchen muss sich ein Jahrzehnt freigenommen haben. Brrr, ist ja eiskalt hier drin. Ich mach das Fenster zu, Captain. Wie wär's mit einem Feuerchen? Ich bin schon längst dabei, Captain. Hier steht, die Schatztruhe ist in den Katakomben. Ich hab keinen Kater gesehen. Du etwas nackt? Damit ist der Keller gemeint, Captain. Ah! Jetzt pass doch auf, Snack! Eine Fledermaus! Na, meine Güte, ist es schon so spät. Dann muss ich mich aber ranhalten. Oh nein, das war wahrscheinlich eine Vampirfledermaus, die sich hier reinschleichen und unser Blut trinken wollte, Captain. Ach, Unsinn. Also los, holen wir uns diesen Schatz. Da drin muss der Schatz wohl sein. Na los, geh mal nachsehen, Snack. Ich? Warum soll ich nachsehen? Sie sind doch derjenige, der nicht an Vampire glaubt. Werd nicht frech, mach den Sarg auf. Ich habe aber Angst. Na gut, dann eben Stein, Schere, Papier. Komm schon, gleich nochmal. Einmal noch. Papier schlägt Pistole nicht, Captain? Nein, nein, leider nicht. Da ist er! Sehen Sie? Ich hab doch gesagt, er ist ein Vampir. Was denn? Nur weil er in einem Sarg schläft? Schnapp dir das Ding! Aha, zwingen Sie mich nicht danach zu schnappen, Captain. Schnappen! Weck ihn bloß nicht auf! Junge, das sieht doch prächtig aus, oder? Muss wohl abgeschlossen sein. Sie haben nicht zufällig den Schlüssel zu dem Ding? Gebt ihr mir sofort meinen Schatz zurück! Da kommt er! Thank you.
Nein, sie werden nicht weit kommen. Tja, so viel zu deinem Vampir, Herr Snack, was für ein Schlappschwanz. Miese, verdammte Kiste! Verfluchte, dämliche Kiste! Ich brauche was Scharfes, um den Deckel aufzukriegen, Snack. Kannst du was besorgen? Nein, das wird nicht funktionieren. Es ist ein bisschen zu breit für den kleinen Spalt. Gib mir mal deinen Dolch. Hey, ich hab gesagt, gib mir deinen Dolch. Nicht bitte zieh mir einen riesigen Baumstamm über den Schädel. Jack, wie Sie vielleicht inzwischen festgestellt haben, gibt es doch so etwas wie Vampire. Den Punkt habe ich längst geklärt. Kommen wir zur nächsten Frage. Was haben Sie mit mir vor und was haben Sie mit dem armen Snack gemacht? Ihr erster Mat ist jetzt ein Zombie und steht unter meiner Kontrolle. Das Mittel in dieser Spritze wird Ihnen ermöglichen, für immer zu leben. Oh, das ist schön. Als mein immerwährender Blutspender. Das ist nicht so schön. Injiziere ihn die Flüssigkeit, du Kretin! Snack, ich wollte dir dieses Jahr eigentlich bezahlten Urlaub geben. Verdirb's nicht! Na gut, ich gebe dir 2 volle Tage frei. 3! Na gut, 1 Woche lang die Schiffslatrine nicht sauber machen. Was? Was machst du denn da? Kehr wieder um! Du musst gehorchen! Nein, lass die Finger davon! Ah, du Narr! Was hast du getan? Die Sonne ist in Wahrheit eine gewaltige Kugel brennender Gase. Nein, du Narr! Die Post ist da. Puh, danke, Captain. Ich dachte schon, ich wäre erledigt. Ich auch. Ich wäre erledigt. Und ich muss 1 Woche lang die Schiffslatrine nicht sauber machen. Ja, auch wenn es uns später vielleicht leid tun wird. Jetzt erstmal zurück zum Schiff mit diesem Schatz. Vielen Dank, Captain. Na, endlich! Was ist es, Sir? Es ist eine goldene Klobürste zum Schrubben der Latrine. Oh, prima! Hurra! Jetzt ist meine Sammlung endlich vollständig. Das war's wirklich wert, Captain. Dann nichts wie rein da und zeig mal, was du kannst. Oh, aber Captain, Sie haben gesagt, ich hätte die Woche frei. 1 Woche? Wenn du 1 Woche das Klo nicht schrubbst, dann gehen wir doch drauf. Und komm erst wieder raus, wenn das Klo blitzsauber ist. Aber Captain, hier ist ein Vampir. Du glaubst doch wohl nicht, dass ich darauf reinfalle. Fang an zu schrubben. Nein, deinem Ernst, Sir. Hilfe! Je eher du anfängst zu schrubben, desto früher lasse ich dich raus. Ah!